Es ist jetzt noch relativ früh hier. Wir haben Freitag, den 15.05. Und ich werde jetzt ins Training fahren, nach Iserlohn zu Felix. Und mache mir jetzt noch mein Frühstück fertig. Nein, Frühstück kann man nicht sagen, sondern meine Pre-Workout-Carbs. Saure Pommes von Haribo. Habe ich gerade abgewogen. Ja. 25 Gramm, also gut wie nichts, aber lecker und kleiner Energieschub. Und mein Monster Energy Zero. Und dann werde ich jetzt mal losfahren. Gucken, was in Iserlohn so geht bei FedEx. Und dann kann ich auch wieder lauter sprechen unterwegs oder im Studio.
Pump ist da. Der Chest Pump. Ich bin ja schon wieder auf der Autobahn. Das Training in Iserlohn ist beendet. Das FitX da ist richtig, richtig Daumen hoch. Also so wie ich es mag, ein Riesenstudio, hohe Decken. Man kann richtig atmen beim Training, sag ich mal so, einfach durch die Räumlichkeit. Das Training an sich hat bescheiden begonnen. Einfach aus dem Grund, dass ich mir gestern beim Kreuzheben so ein bisschen die Handfläche aufgerissen habe. Der ein oder andere wird es kennen hier. Wenn man sieht. Und das schmerzt dann doch recht heftig, wenn da Druck drauf kommt, weil das jetzt natürlich so ein bisschen arbeitet, heilt eitert nicht, das hoffe ich nicht, aber habe halt so bei schweren Druckübungen gemerkt, dass mich das halt immer wieder irritiert, wenn man so in schwerer Arbeit ist und da immer wieder so ein Schmerzbild drauf kommt. Mein erste Reaktion war natürlich Mist, ja, ich schaffe meinen Plan nicht. Oder bin halt irritiert, kein gutes Gefühl dabei. Und hab mir dann aber gesagt, alles klar, komm, stellst du heute um. Einfach mal, weil die Begebenheiten sich halt auch ändern. Man muss dann halt auch wirklich mal einsehen, wenn es dann halt nicht geht, aufgrund dessen. Kraft, Power war da, hätte ich Bock gehabt, da vielleicht sogar, weiß ich nicht, einen Rekord aufzustellen, wahrscheinlich nicht. Aber ja, mindestens mein Programm zu fahren. Aber ging halt nicht und dann habe ich halt gefreestylt. Immer geguckt, welche Übungen gehen halt mit der Hand ganz gut. Training habt ihr ja gesehen. Ist dann aus dem Fokus eher Druckübungen halt auch ein paar fliegende Übungen raus geworden. Jetzt ist der Pump super. Training war dann völlig in Ordnung, hat Spaß gemacht. In dem Sinne, macht immer das Beste aus den Begebenheiten. Es kann nicht jedes Training gut sein oder immer nach Plan laufen, so wie ihr es euch vornimmt. Das wird leider nicht immer klappen. Dann das Beste draus machen, darum geht's. Ich fahre jetzt zurück nach Lüdenscheid. Jetzt habe ich auch richtig Hunger. Muss hier gucken, dass ich hier mal die Ausfahrt kriege. Frankfurt Siegen, genau. Ansonsten, was steht heute noch auf dem Plan? Gestern hatte ich noch ein Skype-Telefonat mit einem ambitionierten jungen Herren, der halt auch überlegt, aus seiner Passion, nämlich dem Sport, Fitness, Bodybuilding, seinen Beruf zu machen. Also höre ich jetzt halt immer öfter, dass viele Leute halt Trainer, Personal Trainer werden wollen, das weitergeben wollen, was sie für sich erarbeitet haben. Ne? Habe ich ja bestimmt auch schon ein, zwei Videos zu gemacht. Wenn das euer Wunsch ist und ihr dafür brennt und ihr das auch weitergeben wollt, dann macht das auf jeden Fall. Es ist kein einfacher Weg, habe ich auch gestern gesagt, aber wenn so bestimmte Grundbedingungen einfach stimmen, dann dem Herzen folgen. Wirklich, folgt dem Herzen, anstatt zu sagen, nun, ich mache meinen 9-to-5-Job, habe da mein sicheres Auskommen. Das wird euch deutlich mehr bringen im Leben oder es wird euch mehr, Erfüllung bringen. Ja? Man sucht ja immer so ein bisschen nach dem, was einem glücklich macht und das auch im Berufsleben. Und dem jungen Herrn, mit dem ich gestern geskypt habe, ne, wenn du es siehst, mach es. Ich habe noch mal gestern drüber nachgedacht, so Bedingungen, die stimmen einfach. Mach das. Du wirst in ein, zwei Jahren es nicht bereuen. Das ist so ein kurzer Gedanke dazu. Ja, habe ich auch gestern gesagt, für mich war es die beste Entscheidung, die ich fällen konnte vor 5 oder fast 6 Jahren, glaube ich. Und ja, bin eigentlich jeden Tag happy, dass ich das gemacht habe. Also folgt eurem Herzen oder eurem Pump. Ja, das als kurze Anekdote für zwischendurch. Wenn ihr irgendwas werden wollt, mit allem, was ihr habt und das euch glücklich macht, folgt eurem Herzen.
fast den Brownie verloren. Sag ich doch, das ist bei mir gerade passiert. Oh, hier. Freunde. Happiness Station. Mhm. Ja, voll gesaugt. Egal, meine Mutter an der Waschmaschine. Ja, wir haben uns gerade, oder ich habe mich dazu entschieden. Heute ist Macro-Free Day. Dann haben wir gleich mal die Happiness Station aufgesucht. Das ist so die deutsche. Das deutsche Pendant zu Cold Stone Creamery. Kannst du halt alles zusammenmixen aus so einem kalten Stein. Und was habe ich genommen? Brownies, White Chocolate, Crisp. Erdnusskrokant und Oreo. Und Vanille und Erdbeer. So, Brownie. Mhm. Ist geil. Ich bin auf den Erdnusskrokant nicht gespannt, der hier irgendwo versteckt wird. Kann ich meins auch erstmal essen mehr? Nein. Das schmilzt. Also, mal sehen, was noch heute passiert. Es ist kein Cheat Day. Nein. So ein Macro-Free Day. Das heißt, passt locker rein. Mm. In den Bauch. Mm. Ist gut? Kann man empfehlen? Das Krokant ist geil. Also Happiness Station, weil wir kein Cold Stone Creamery in Deutschland haben.